So tell me what you want, what you really want. I tell you what I want, what I really want. I wanna sicky sicky Hallo, hier bin ich mal wieder und wie ihr in meinem dicken Tuch erkennt, bin ich ziemlich erkältet. Ich habe es natürlich geschafft, mir sofort eine Erkältung einzufangen. Jetzt noch 3 Tage vor Salzmünde. Aber an einer Erkältung ist noch keiner gestorben, deswegen heißt es für mich jetzt gerade fleißig Tee trinken und ein bisschen langsamer machen und dann bin ich wieder fit bis zum Wochenende. Ich spüre es. Irgendwie ist mein eines Auge kleiner als ein anderes. First World Problems, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, wir legen gleich los mit dem nächsten Abschnitt, damit ich nicht so viel reden muss. Er spürt sie. Der Dunkle spürt die Geliebte. Er spürt es, wenn sie ankommen. Sie und der Knochenmann, der ihr dienen sollte. Er spürt, wenn sie aus dem Auto aussteigt, wenn ihre Füße den Boden berühren, meistens des Nachts, wenn es dunkel ist und die Luft durchlässig und dünn und Geräusche übertragen werden wie durch einen Verstärker. Er ist nah, wenn sie das Schloss betritt. Meist schleppt sie Taschen und Koffer. Er sieht ihren suchenden Blick. Er sieht den Glanz in ihren Augen, wenn das Mondlicht sich im zarten Schimmer spiegelt. Und dann wartet er. Er wartet auf ihr Kommen. Er weiß, dass sie kommt, und er spürt ihre Nähe, wenn sie das Gelände betritt. Die Stiegen hochläuft, leichtfüßig wie ein junges Mädchen, und sein Zimmer betritt. Ein wenig atemlos, stets die Wangen mit roten Blüten verziert, wenn sie verlegen in der Tür steht, die sie dann langsam schließt und in sein Lächeln eintritt, sein wortloses, anbetendes. Er hat sie mitgenommen. Er musste. Der Verletzer geht um und schneidet nachts die Koppeln auf, und er muss auch den Schwarzen behüten. Den Schwarzen und die braune Stute, die der Hengst dieses Jahr an seiner Seite hat. Er ist zum Schloss gegangen und hat dort auf sie gewartet. Ihre Gespräche ohne Worte, ihre Hand ergriffen und sich auf den Weg gemacht. Auf den Weg zum Schwarzen. Ihre Hand den weichen Hals des Hengstes berühren lassen, seine Mähne ergriffen und ihn und die Braune in die Koppel zurückgeführt. Die Zäune repariert. Wortlos, versiert, geknotet, geflickt, den Stromkreis wieder geschlossen. Sie sieht ihm dabei zu. Er bringt sie nicht zum Verletzer. Er geht nicht zur Halle in diesen Nächten, wenn sie da ist. Er beobachtet nicht den Verletzer und die Kindfrau. Nicht, wenn sie ihm ihren Kinderkörper anbietet. Nicht, wenn sie Filme machen und Fotos. Nicht, wenn sie Dinge tun mit einer Katze. Unaussprechliche. Wenn der Schmerz und das Leiden durch die Nacht drehen, wie zäher Schleim und den Atem abdrücken, die Luft mit Grauen und Angst füllen. Er möchte sie nicht in der Nähe wissen. Diese Nähe tötet alles. Diese Nähe raubt die Luft und das Leben. Die Bosheit und Verderbtheit dringt aus dem Wohnwagen der Halle und verpestet die Luft um ihn herum. Man muss stark sein, um das zu ertragen. Stark sein, um das zu bekämpfen. Und die Geliebte, der Engel, sie ist nicht stark. Er wird sie schützen müssen. Wie den Schwarzen und die Braune wird er sie schützen müssen, wenn sie ihn lässt. So, das war's schon von heute. Also ich denke, wir können jetzt mit relativ großer Sicherheit sagen, dass der Verletzer der Herr Bonsai ist. Und die Kindsfrau ist ja dann wohl hier Kylie, die Kleine. Also langsam lichtet sich das Ganze und es wird langsam alles ein bisschen klarer. Meine Stimme. Am Sonntag kommt das Video, auf das ihr jetzt schon richtig lange wartet. Warum es erst am Sonntag kommt, erfahrt ihr natürlich auch am Sonntag. Und zwar werde ich euch endlich berichten, warum ich Gangster verkauft habe, an wen ich Gangster verkauft habe und wie es für mich weitergeht. Und das in einem wirklich ausführlichen Video, sodass ich denke, dass ich alle eure Fragen beantworten konnte oder kann, hoffentlich. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss, damit ich meine Stimme weiter schonen kann. Und ihr seht mein hoffentlich dann wieder gesundes und topfittes Gesicht am Dienstag wieder. Tschüss!